nicht mehr genau aufgekommen. Dabei verlieren sich die Ladungen schon langsam durch die Luftionen etc. Ja. Also jetzt kommt es nicht mehr auf 4 auf. Aber so schlecht ist es nicht. Ich bin überrascht, wie gut es jetzt ist. Also ich glaube, das ist schon einigermaßen überzeugend. Jedenfalls die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass es mit 1 durch R geht. Da hätte es auf 2 heruntergehen müssen. Doppelter Abstand, halbe Kraft. Aber es ist eindeutig auf 1 heruntergegangen und nicht auf 2. Das hat man, glaube ich, ganz deutlich gesehen. Also diese Entscheidung ist für 1 durch R Quadrat ausgefallen. Na jetzt schiebe ich das ein bisschen näher, bis wir da wieder auf 4 aufkommen. Muss ich ein bisschen nachhelfen. Damit wir wieder einen Abstand, eine Kraftwirkung, die 4 solchen Teilstrichen entspricht, erhalten können. Schauen wir mal. Na, wir sind noch um eine Spur losgegeben. Schauen wir so. Das ist ganz gut. Und jetzt schauen wir noch, was ist über die Ladung halbiert. Wie kann man die Ladung halbieren? Dann nehme ich eine gleich große Kugel, die ich erde, daher ist sie ladungsfrei. Und jetzt bringe ich sie in Kontakt mit einer der beiden Kugeln. Und damit müssen sich die Ladungen aus Symmetriegründen auf beide Kugeln gleichmäßig aufteilen. Sind ja alles Ladungen mit gleichem Vorzeichen. Die wollen ja auseinander weg. Also habe ich die Hälfte der Ladung jetzt da, die andere dort. Und schaut, was jetzt passiert. Jetzt geht es wirklich auf die Hälfte. Also haben sie ganz klar das Resultat, die Kraft ist proportional zur Ladung. Nicht zum Ladungsquadrat oder irgendwas. Halbe Ladung, halbe Kraft. Und das geht nochmal. Nun muss ich die in der Zwischenzeit wieder entladen. Da war ja noch die halbe Ladung drauf. Jetzt ist weg. Jetzt kann ich noch einmal die Hälfte wegnehmen. So einfach geht das. Jetzt sind wir dort, wo wir waren, bei der Verdoppelung des Abstandes. Jetzt sind wir beim Viertel. Halbiert und noch einmal halbiert. Aber jetzt sehen Sie natürlich erst recht, schaut, es passt wirklich ganz gut. Jetzt sehen Sie erst recht, jetzt kann ich es, verdoppeln kann ich es nicht mehr auf die Ordnungsweise. Man kann es ja runterziehen. Einer auf der anderen. Wie soll ich jetzt das wieder drauf? Das geht jetzt nicht. Aber jetzt ist Ihnen, glaube ich, wichtiger Nullpunkt. Jetzt müssen wir uns am Schluss anschauen, ob der Nullpunkt noch dort ist, wo er war. Denn sonst ist ja das ohne Belang. Man muss sich ja immer auf den Nullpunkt beziehen können. Na, dazu müssen wir die Kugeln wieder entladen. Und ein bisschen warten. Das ist ein bisschen ein Experiment für geduldige Leute. Wir kennt man, wenn man doppelt so große Kugel aufladen und abstreift, nicht wieder Ladung übertragen. Ja, wie auflädt und wo ja, abstreift. Das ist ja, aber das ist ja, kommt ja darauf an, wie stark ich mit der